Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Lands of Lore Teil 2. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe mal kurz wegen den Gegenständen nachgeschaut. Dieses Teil hier. Kolems Amulett. Das schützt vor Magie. Und auch vor Lebensraub oder dass er halt, also dass die Gegner unsere HP oder unsere Mana klauen. Also sehr, sehr cooles Teil eigentlich. Würde ich vielleicht einfach mal so ansehen. Der hier. So viel macht das jetzt auch nicht mehr aus, wenn ich das so sehe. Bin ich gar nicht sicher, ob ich das vielleicht so machen soll. Marmorarmpanzer. Ja. Dann habe ich mir überlegt gehabt oder nachgeschaut. Zwischen dem Breitschwert und diesem Flammenschwert habe ich mir auch mal einfach mal gespielt gehabt, ganz kurz, und habe mir das dieses Flammenschwert mal geholt gehabt und es mir angeschaut gehabt. Und ich habe auch mal nachgeschaut, was die so machen. Also bei dem hier Schwert hier, das sieht man ja, ist das nicht so. Alter, das war das Falsche, das hier. Ist das hier sogar ein bisschen stärker als das Schwert selber? Und beim Flammenschwert ist dieser Balken um einiges noch höher. Also das Flammenschwert macht um einiges mehr Schaden. Aber, und es kann auch den, einen Feuersturm, glaube ich, auslösen. Von einem Zauber, den wir noch nicht haben, Feuerball. Dass so eine Art, wie Meteorregen von oben nach unten kommt. Kann es auslösen. Also eine ziemlich gute Waffe. Stark, macht diesen Zauber, aber ist auch extrem langsam. Da hast du dann tatsächlich so ein Zack. Zack. Also, ja, ist extrem langsam. Die Waffe hier macht weniger Schaden als Dings. Aber, wenn ich mir mal so anschaue. Also, die andere gehen dann so, Zack. Zack. So in etwa. Und die hier kann ich tatsächlich sehr, sehr häufig einsetzen. Die ist sehr, sehr schnell. Das ist ein Vorteil von der hier. Diese ganze Waffen. Das Flammenschwert und auch Thorhals Breitschwert kann man nochmal verbessern später im Spiel. Und bei dem Flammenschwert ist es dann so, dass es umgewandelt wird zu einem Schwert, das auch Mana und HP von Gegnern abzieht und einen selber zumacht. Also ein ziemlich geiles Schwert eigentlich. Bei dem Schwert, wenn man es verbessert, soll es 50% von dem physischen Schaden abhalten, Regeneration beitragen, also dass man besser regeneriert. Und ich glaube auch noch ein Sturmschaden oder sonst irgend so ein Zaubersturm oder sowas machen, wo den Gegnern Magie abzieht oder so irgendwas. Aber das ist auch nur so ein Teil, das ab und zu mal kommt. Also, beide Waffen sind extrem gut, auch in ihrer späteren Form. Aber, ich hab mich auch sehr, sehr schwer getan, welches Schwert ich nehmen soll. Ich habe mich jetzt für dieses Thorhals-Schwert entschlossen, dass ich das nehme, einfach weil es schneller ist. Ich bin kein Fan von so arg langsamen Waffen, die dann wumm, wumm, oder fast nichts machen kannst dazwischen oder gut treffen musst. Dann machst du auch wirklich viel Schaden, aber wenn du nicht triffst, ja. Ich bin eher ein Fan von schnellen Waffen und da ist Thorhals Breitschwert um einiges besser. Von daher, ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich das so mache. Ja, gut. Dann habe ich mal geschaut gehabt, ich habe schon eine Folge gemacht gehabt, aber hier am Fluss, Bane, ist Bakata nicht gewesen und die haben uns auch nicht durchgelassen. Und da bin ich überhaupt nicht weitergekommen, dann habe ich mal nachgeschaut gehabt. Wir müssen tatsächlich mit der Kitaira, oder wie sie heißt, ich weiß es nicht, reden. Und die hilft uns darüber zu kommen, dass die uns durchlassen. Allerdings nicht in ihrer Hütte, sondern sie erscheint hier an der Stelle hier. Da treffen wir sie. Wenn wir von diesem Teil hier direkt hochgegangen wären zum Holinendorf oder um weiterzukommen,
Wären wir direkt in sie reingelaufen und gut wäre gewesen. Aber ich bin ja von da gekommen, dann bin ich nicht hier lang gegangen, sondern irgendwie hier lang. Also komplett irgendwie, ja, ich glaube hier lang, also kompletter falscher Weg eigentlich. Ja, deswegen haben wir es auch nicht getroffen und deswegen bin ich da nicht weitergekommen. So, aber jetzt weiß ich's. Jetzt schauen wir nochmal. Ach, genau. Der Wilderer Bogen, den werde ich doch wieder ausrüsten. Da habe ich auch mal nachgeschaut. Der ist nämlich doch nicht schlecht. Der hat nur das Ding. Wenn wir jetzt schießen, passiert nur das hier. Das liegt einfach da dran, dass wir keinen Gegner vor uns haben. Der Wilderer Bogen, der muss man auf den Gegner zielen. Und er sucht sich raus, gegen was der, was am meisten Schaden macht. Also wenn ein Gegner feuerempfindlich ist, kommt so ein Feuerpfeil raus. Ist er kälteempfindlich? Ein Kältepfeil. Ist er noch gegen physisch empfindlich? Ein ganz normaler Pfeil. Wenn wir aber keinen Gegner vor uns haben, passiert auch nichts. Das ist das Ganze, wie der Wilderer Bogen funktioniert. Also eigentlich ein ziemlich, ziemlich cooler Bogen. Diesmal habe ich es geschafft. Haha. Diesmal nicht. So, jetzt gehen wir mal dahin, wo ich hin wollte. Damit wir weiterkommen. Und dann geht's ins Gebiet der Wilden. Ach, das war das hier. Alles klar. Da waren wir schon drin. Luther, wie geht die Suche voran? Ich muss in den Dschungel der Wilden, um einen alten Hulinentempel zu finden. Aber ich habe noch keinen Weg hineingefunden. Heute hat mein Sohn Daniel Geburtstag und ich habe ein Geschenk für ihn. Ich habe zu viel Angst, um ihn selbst dort zu besuchen. Würdet ihr vielleicht das Geschenk übergeben? Zeigt mein Geschenk den Wachen am Tor jenseits der Brücke. Sie lassen euch passieren. Danke, Kitjara. Das werde ich euch nicht vergessen. Hast du sonst noch irgendwas? Nee. Okay. So, jetzt haben wir dieses Geschenk. Damit kommen wir rüber. Ein sehr nettes Schwert eigentlich. Macht auch viel Schaden. Ich frage mich echt, ob ich nicht doch lieber das Feuerschwert hätte nehmen sollen. Die Kitjara, die ist schon ziemlich cool eigentlich. Aber, nee, ich will keine so langsame Waffe haben. Hier lang. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was passiert. Ich hab's nur bis ihr Zeug gespielt. Also, was heißt, nur bis ihr vorgespielt gehabt. Als ich sagen gesucht habe. Aber das war's dann. Jetzt müsste er eigentlich theoretisch Baka. Ach, da ist er doch schon. Bakata? Luther, ich wusste, dass du kommen würdest. Ich habe dir mein Wort gegeben, aber ich muss dich nochmal um Nachsicht bitten. Ich fürchte, mein Problem löst sich nicht in diesem Dschungel, sondern erst im nächsten. Was bitte? Ich muss zum Hulinentempel im Dschungel der Wilden. Erst dann kann ich zurück nach Gladstone und meinen Namen reinwaschen. Du hast ausgesprochenes Glück. Die Mission meiner Herrin dauert etwas länger als erwartet und sie hat mich angewiesen, ihr hier weiter zur Seite zu stehen. Ich muss dich warnen. Eine Gruppe von Wachen aus Gladstone erwartet dich bereits auf der anderen Seite der Brücke. Kannst du mir ein Schreiben mitgeben, sodass sie mir unsere Abmachung glauben? Eine fabelhafte Idee. Aber ich bezweifle, dass die Männer lesen können. Vielleicht ist es besser, wenn ich dich hinüber begleite. Das wäre doch klar, so. Schönes Wetter, findest du nicht? Ist mir ein wenig zu heiß. Gegen Abend wird es sich wohl etwas abkühlen. Ja, das ist doch klasse, wenn du uns hier begleitest. Du brauchst auch nicht in der Luft zu Vielleicht laufen. Vielleicht wisst ihr etwas über den Fluch, den ich in mir trage.
Blöd, Mann. Was war ich rieche doch was. Was war das gerade? So groß wie Bakata ist, sieht man gar nicht, was vor uns liegt. Aber es sind tatsächlich Leute von Gladstone da, das sieht man schon mal. Vielleicht auch dieser Kenneth. Es ist Luther, schnappt ihn! Wartet! Der Mann hat sich mir gestellt. Er hat mir sein Wort gegeben und er wird mit mir nach Gladstone zurückkehren. Naja, wenn das so ist, dann lasst ihn uns wenigstens etwas verprügeln. Ich habe mein Wort gegeben und ich halte mich an... Seht doch! Diese Viecher haben die Brücke zerstört! Ach du Scheiße! Wer sind die? Das sind Jahrhunderte! Meine Herrin befindet sich noch immer dort! Schnell, holt die Boote! Ach, du heilige Schande, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie viel das waren? So viel zu diesen Häuptlingen. Oh, wir müssen uns vor diesen Spinnen keine Sorgen machen. Die bleiben ja, es sind nur ganz wenige und die kommen nicht raus und so weiter und so fort. Ich befürchte das Schlimmste für das Dorf. Und ich glaube auch, wir kommen auch nicht mehr zurück, also... Selbst wenn wir einen anderen Weg finden würden, um wieder rüberzukommen. Ich glaube, wir würden nicht mehr zurückkommen. Ja, ist vielleicht auch besser so. Wir würden wahrscheinlich nur ein verwüstetes Dorf finden. Oh, und der Weg her ist auch frei, wie es aussieht. Wir müssen gar nichts mehr zeigen. Na gut. Ach, Kenneth ist nicht mit rübergegangen. Verschwunden. Das dachte ich mir schon. Clevere Biester, diese Spinnen. Luther, ihr habt euren Spaß gehabt, aber noch ist euch Kenneth auf den Fersen. Ach, Kenneth. Anstatt mit Bakata Dorn zu schützen, ist er so von Rache und Hass zerfressen, dass er lieber uns hinterher geht. Seid gegrüßt, Freunde. Ist einer unter euch, der Daniel heißt? Ich bin Daniel. Was wollt ihr hier? Wir haben hier keine touristischen Attraktionen. Hier, ich habe ein Geschenk für euch von eurer Mutter. Außerdem suche ich die Erlösung von einem Fluch im alten Holinentempel. Der Tempel ruht bereits seit vielen Jahrhunderten. Aber lasst mich das Geschenk von meiner Mutter sehen. Gerne doch. Ah, Großvaters Messer. Mutter kennt mich gut. Wisst ihr, wo der Tempel ist? Geh nach Süden, an die Küste. Es ist das einzige Gebäude hier im Dschungel. Gibt es keine anderen Bauwerke? Im Norden findest du den Friedhof der Drakuinen. Er ist ein Ort des Bösen. Wir haben dafür gesorgt, dass ihn seine Geister nicht verlassen können. Jetzt ist aber Schluss. Wir sind hier doch kein Auskunftsbüro. Weil ihr meiner Mutter einen Gefallen getan habt, dürft ihr den Tempel besuchen, wenn ihr wollt. Unsere Gastfreundschaft endet hier. Seht doch! In Deckung! Was? Okay. Du hast dein Messer vergessen. Naja. Des Krieges. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das kriegt er dann später nochmal, wenn wir ihn wiedersehen. So, ist das hier was, was wir nehmen können? Nee. Es ist äußerst dunkel hier geworden. Also, es wird langsam Nacht. Nachtlager wäre hier gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, das ist gewünscht, dass man hier in der Nacht hier herumgeistert. Oh, ist das da was war? Nee. Okay, dann nicht. Ah, aber das hier. Oh. Kehlschnäbelchen-Eier. Das ist auch eine weitere Zutat.
Oh. Und das hier sieht aus, wie wenn das eine Falle wäre, wo wir reintreten könnten. Na gut. Schauen wir uns einfach mal... Na toll, zu spät gedrückt. Super. Na, dann rennen wir halt als Monster mal ein bisschen durch die Gegend. Oh, was ist das? Bachflunder. Ja, ich glaube, die kann man auch als Zutat benutzen. Oh, Moment. Flussbane. Ah. Ja, das ist der Flussbane. Und hier geht's dann weiter. Die Frage ist nur... Ah ja, wir erkunden erstmal die Gegend. Nee, die Frage ist, was ich mich gerade gefragt habe, ist nur, ob wir nicht irgendwo... Ist das hier Schönes? Seid ihr gefährliche Viecher? Nö, und vor dem haben die Wilden Angst gehabt. Naja. Ob wir irgendwo wieder einen Platz, vielleicht hier vorne oder so, für unsere Ausrüstungsgegenstände, die überflüssig sind, ob wir da irgendwas machen sollen, weil wir sind schon ziemlich voll eigentlich wieder. Da, wo wir jederzeit wieder hingehen können. Oh, guck mal. Das sieht aus, als ob wir da reingehen könnten. Ist einfach zu dunkel. Oh. Aha. Das sieht aus, als ob viel. Entweder ist das der Friedhof, von dem der Typ gesprochen hat, oder das Hulinendorf. Aha. Also hier kommen wir auf jeden Fall rein. Ah, es wäre schön, wenn wir nicht Monster wären, dass wir das alles ein bisschen besser erforschen könnten. Und vor allem auch nicht so langsam wären. Und vielleicht könnte man da als Mensch... Ja, wir können hier rein. Aber ich sehe es jedenfalls nicht. Falscher Ding. Ah. Naja, aber hier scheint tatsächlich nichts groß drin zu sein. Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann lass uns mal ganz kurz wieder zurückgehen. In das Gebäude. Heute hier war das. Ja, hier rein. Und uns hier mal umschauen, hier oben. Oh. Da oben scheint auch irgendwie was zu sein, habe ich einen Eindruck. Aber wie kommt man da hoch? So weit käme ich da doch bloß ran. Kann man diese Dinger hier irgendwie mit Ding anzünden? Ja, Tatsache. Dann machen wir das doch schnell mal. Vielleicht passiert dann was, wenn wir das alles anhaben. Ha! Wusste ich's doch. Aber da brauchen wir, um da weiterzukommen. Das sind auf jeden Fall eine Schriftrolle ist drin. Vielleicht auch noch anderes Zeug. Da brauchen wir irgendwas dafür. Wenn ich mir so anschaue, haben wir aber nichts, was dem irgendwie
was da irgendwie was passen würde. Na gut. Dann müssen wir doch vielleicht später nochmal wiederkommen. Schlüssel fehlt. Alles klar. Da müssen wir vielleicht später nochmal wiederkommen, wenn wir irgendwas gefunden haben. Das sieht auch aus, als ob da irgendwie was drin wäre hier. Kommen wir da von der anderen Seite vielleicht auch rein? Nee. Ah, alles zu. Ja, gute Frage, wie man da reinkommen sollte. Ja, und das war's anscheinend, okay. Da kommt man nicht durch. So rum geht's aber. Oh, das ist nochmal so eine Frucht, aber da haben wir eh schon genug. So, und jetzt sind wir quasi vor diesem Teil hier wieder. Alles klar. Haben wir jetzt zwei Wege noch, die wir gehen können. Ich würde sagen, hier legen wir mal unsere Gegenstände ab. Hier vielleicht. Dann legen wir mal das ab, das ab. Den ganzen Bernstein. Ich hoffe, dass wir rechtzeitig noch mal hier vorbeikommen können. Also, dass wir merken, so wie im anderen Gebiet, wann wir... Kannst du aufhören, mich hier anzustupsen? Das legen wir mal ab. Das hier legen wir auch mal alle komplett ab. So viel brauchen wir ja auch nicht davon. Oh. Den hier legen wir mal ab. Wir haben ja eigentlich gutes Ding. Den legen wir auch mal ab. So, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. So, jetzt werde ich auch sagen, speichern wir mal. Und dann will ich mal schauen, was passiert, wenn wir da reinlaufen. Aha. Okay, wir kommen in einen Käfig rein. Autsch. Ja, so viel dazu. War aber doch interessant. Fand ich jedenfalls. Vielleicht nicht unbedingt... Oh. Vielleicht nicht unbedingt ganz toll. Aber jetzt wissen wir wenigstens, was das genau gewesen ist. Okay, dann können wir uns in der nächsten Folge mal umschauen, ob wir hier unten lang gehen sollen oder hier oben lang gehen sollen. Ich weiß es noch nicht. Ich will ja sowieso den ganzen Dschungel mal schauen, dass wir den ganzen Dschungel mal uns anschauen. Aber gut. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, macht's gut und tschüss.